Einfach nur krass, wie lange wir uns jetzt hiermit schon wieder beschäftigen. Wie viele Folgen sind das insgesamt? 13, habt ihr gesagt? 12? So viel haben wir nicht mehr. Aber auch schon wieder 1 Uhr. Ist halt so krass, ich streame in letzter Zeit immer halt so über Jetzt 5 Bonito Stunden, Milka Cookie mancher Sensations mit 6. Oreo-Creme-Füllung. Neu im. Als ich angefangen habe zu streamen, waren es immer 3 Stunden. Dann irgendwann wurden es mal 4. Jetzt sind wir mittlerweile, 4 ist schon normal. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt aufhöre, das geht nicht. Seid ihr noch ein bisschen mit am Start? Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Ihr Hosenträger? Oder seid ihr keine Hosenträger mehr jetzt? Liegt alles schon im Bettchen hier, am Handy oder am Rechner. Boah, man sieht ja auch nicht, was ich hier unten rum anhab. Google Chrome frisst RAM wie Chakusa Huba Buba. Ja, ist so. Gut, Leute. Nächste Folge, Folge 10. Rein da, rein. Bestimmt ist Chakusa auch dabei. Chicago, Chicago, Milano, Milano. Geil, 15, jetzt sind es 15 Lines einfach. Ti amo, ti amo. Hotel? Trivago. Die Termine mal verschieben. Hey, der Typ, der das macht, ist so ein Genie, Alter. So geil, da ist so viel Liebe drin. Lasst diesen Kerl ein Abo da und Liebe und guckt seine Werbung an. Die Termine mal verschieben, deine Freundin, Gott vergiss sie. Glaub mir, sie kommt morgen wieder wie ein Frisbee. Wie heißt Alter, das was? Ding? Das kann doch nicht wahr sein. Was haben die denn alle mit ihren Frisbees? Warum kommen die? Ja, die kommen wieder, wenn jemand zurückwirft, aber. Hä? Man wirft und es wieder zurückkommt. Ein Frisbee etwa? Sag das noch einmal. Sag noch einmal Frisbee, du Wichser. Frisbee? Passmodus, Trauer ist ihr Gesetz, keiner von uns lacht auf den Passfotos. Ich bleib am Ball wie Fabregas. Kapital radikal, bleib am Ball wie Neymar. Bleib am Ball wie David Bro Alaba. Bleib am Ball und dribbel wie Nari. Berlins Nummer 1, bleib am Ball so wie ein Bolo. Und bleib am Ball genau wie Oxlade Chamberlain. Ich bin bestimmt auch schon mal irgendwo am Ball geblieben. Auf irgendeinem Song, den ich gemacht habe, ich bin bestimmt schon mal am Ball geblieben. Also, es wird schon lange her sein, aber vorstellbar ist es. Am Ball bleiben, wie Abidi Pelé. Schreib ne andere Ära, bleib am Ball so wie Neymar. Im Endeffekt ist es so, es geht mir ums Geld. Und ich bleib am Ball so wie Lionel. Leute fliegen, Leute fallen, doch der Bratan bleibt am Ball wie Ronaldo. Bro, bitte, scheiß auf deine Abos, bleib am Ball wie Neymar. Bleib am. Wie sieht's denn eigentlich aus? Wer führt denn? Neymar ist zweimal gefallen, die alle nur einmal bisher war. Ball wie Ricardo. Ich komm von ganz unten, ich will nur die Dollar. Ich dribbel mich hier durch, bleib am Ball wie Maradona. Lass die Neider links stehen, Daimler im Blim. Aber nur bleibt der Ball so wie Trezeguet. Ich bleibe am Ball, Juan Mata oder Maradona. Ich am Ball bleiben wie Super. Ich bleib am Ball so wie Mozart. Ich bleibe am Ball so wie Mozart, ey. Eieieiei. Wenn Kripus kommen, renn ich. Kein Problem. Fick mal Amatina, fick mal Ralf Lauren. Fick mal Amatina, fick mal Ralf Lauren. Gut, ich glaube, man muss dazu sagen, Capital Bra hat das wahrscheinlich erst gedroppt, nachdem er Ralph Lauren schon eine Weile gerockt hat und danach dann halt dachte, nee, feiere ich jetzt nicht mehr. Fake. Mein Leben war alles Donald Duck. Shindy, Dean Martin, eine wunderschöne Frau, lass ich nie warten. Bleibe cool wie ein Kühlschrank. How have you, oh man, you're just ruining it. You're look at my lips, you're ruining it. Küss mal deine Schlampe und du weißt, wie mein Schwanz schmeckt. Du hängst auf MySpace, ich bin busy, deine Freunde nutzt mein Schwanz und du küsst sie. Ghetto, Ghetto, Gucci, Gucci, Ghetto, Gucci. Deine Schlampe bläst bei mir, bei dir gibt sie dann Kussi. Hier was da, ein Dicke, deine Bitch und du küsst sie dann. Leute sind mad, weil sich ihre Freundin bückt, ja. Nachdem ich abspritz, lach ich, weil sie dich dann küsst. Deine Bitch lutscht meinen Schwanz und danach gibt sie dir einen Kuss. Wenn ihr Freund das wüsste, dass sie so ne Bitch ist, sie lutscht Schwanz bei Jan und geht Hans dann küssen. Ich hab in ihren Mund gewichst und du hast ihren Mund geküsst. Denn deine Frau zu küssen ist so, als ob du mir entfliehst. Bitte, ihr Idioten.
Hat noch einen Track, der mir direkt einfällt. Da gab es einen Track von Favorite damals auf dem Harlequin-Album. Aus und vorbei, so ein Track gegen seine Ex. Da hat er auch die Line gehabt. Jetzt, ich erwarte aber jetzt übrigens das größte Kino. Jetzt geht's ans Eingemachte. Wir kommen in den interessanten Bereich. Chakusa droppt die nächste Line. Bitte, ihr Idioten, werft doch mal einen Blick nach oben. Siehst du den Mond? Es ist nicht der Mond, es ist mein linker Hoden. Ey, wie kann man denn so krass sein, Alter? Wie kann man denn? Wie kann der Hubba-Bubba-Mann denn schon wieder so delivern? Was macht dieser Hubba-Bubba-Mann? Küssen ist so, als ob du mir entfliehst. Bitte, ihr Idioten, werf doch mal einen Blick nach oben. Siehst du den Mond? Es ist nicht der Mond, es ist mein linker Hoden. Ob mit Schwarzmatter Kalasch, ob mit Schwarzmatter Colt, meine Strafakte voll, fick auf Charts und Erfolg. Ein paar Sekunden später. Meine Bras sitzen ein wegen Grastickerei. Ich hab ihm versprochen, ich werd an der Chartspitze sein. Oh, das tut doch echt weh, oder? Durch euren Arsch gefickten Zwergenarsch. Ich bin wie Gargamel, ich fiss die Schlümpfe in den Arsch. Ich finde also geil, dass bei Massiv einfach immer noch irgendeine weitere Line von Opferfest kommt, ne? Es kommt einfach immer dann so, nee, wir hatten ja schon in 6 Folgen Massiv mit Opferfest dabei, aber es gibt immer noch mal eine. Jabs, High Kicks, damit rechts eintritt. Bitches, die ich ficke, sind geschlechtsreif nicht. Ladies and gentlemen, we got him. Ey yo, du studierst Jura, verpiss dich, du Schwuler. Bitte, ist das dein Ernst? Sag, bist du real? Du bist allein, ich bin allein. Und wenn wir gehen, sind wir zu zweit. Ihr alle bleibt draußen, Kanacken-Rap ist Sinn. Ihr gebt euch Mühe, aber wie kacken die Texte hin? Wie kacken die Texte hin? Wie kacken die Texte hin? Kacken, 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 wie kacken die Texte hin? Das ist, glaube ich, von dem Album Staatsfeind Nummer 1 von Bushido. Das hatte ich auf jeden Fall auch. Und ich habe Bushido, wie gesagt, damals echt gefeiert, so vom Bordstein bis zur Skyline, auch Carlo Cooks Nutten, auch Elektro-Ghetto, so, das habe ich alles gefeiert. Wie alt war ich da? 14, 15. Und irgendwann habe ich dann so, als ich in meine vorletzte Wohnung, weiß ich nicht, als ich da eingezogen bin, hatte ich erstmal kein Internet und habe dann so Alben gehört, die ich halt mal auf CD gekauft hatte. Und da habe ich auch das Staatsfeind Nummer 1 Album von Bushido gehört. Ich hätte es von einer Zeit von vor so 6 Jahren oder so. Also da war ich so 23. Das habe ich gehört und ich dachte, was ist das denn da? Also teilweise, ne? Der Flair ist immer noch da, aber da sind echt so viele Lines dabei, wo du denkst, das kann einfach nicht wahr sein. So, naja, so war es halt, aber ist ja auch nicht schlimm. Ich will die Zeit überhaupt nicht missen. Gehen wir rein in Folge 11. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier heute alle Teile schlechtesten Deutschrap-Lines gucken. Aber irgendwie mag ich die Entwicklung dieses Streams. Für ein Zehner blasen Gabi und Nele gratis den Penis mit Karies-Zähne. Für ein Zehner gratis bleiben fertig. Zu viele Blender, Rap macht auf Straße. Okay. Das war gerade richtig knapp. Hier Szene für ein Zehner gratis. Bleib fertig. Zu viele Blender, Rap macht auf Straße. Gangslang reicht nicht, du bist ne Blamage. Ich piss in die Vase und gib's dir zum Trinken. Bäh, ekelhaft. Du hast ein Zecken. Erdbeerkäse. Bis und wir stechen dich. Ihr seid Coke Rider Bitches. Ich steppe in den Club. Mit Teflon vor der Brust. Dorime. Interimo ad appare Dorime. Ich will Freddy Krüger meine Schlauchen zur knallen. Warum? Ich fühle mich herausgefordert, denn ich bin krank und sonst keiner. Bruder, ist alles okay? Du bringst schon die ganze Zeit so abartige Zeilen. Junge, mache schnell, mach dein Parafick die Welt. Cappuccino kriminell. Kurdo sollte auch mit Chakusa und Olex Session Feature machen.
Das wäre krass. Und Bushido macht die Hook. Ich will 100 Mille Bar. Ich chill im F-Tap mit der Gang, weil das Geld, das bringt mich um. Chill im F-Tap mit der Gang. Also ich muss sagen, ich finde Kurdo sogar, der hat Sachen gebracht. Ich finde Kurdo irgendwie sehr eigen. Ich fand den auch echt cool. Also was der so teilweise gemacht hat. Ich meine, bei Olex ist ja auch so, ist ja klar, dass du da jetzt nicht die lyrische Raffinesse irgendwie erwischst. Aber ich feiere Straßenrap so hart, und wenn das nicht immer so ganz adäquat ist und so der eigene Slang, ich finde das alles voll geil. Aber mancher sind da halt echt Lines dabei, wo du denkst, das Ganze, also jetzt mal ehrlich, das Ganze, was soll das denn? Ihren Verstand nimmt man nicht ernst, wer sich belügt, lügt sich selber an. In der Tat. Das hier ist kein R&B-Müll wie Akon. Started as Hero, Thema on Hero, ich kann jetzt wie ein Diktator dieses Land. Ey, so geil, dass Chakusa schon wieder auf Platz 1 ist, Alter. Ich meine, er ist mental sowieso schon die ganze Zeit mein Platz 1, aber dass er jetzt schon wieder einfach. Ich hatte nicht in Erinnerung, dass Chakusa so ein Genie war. Ja. Ich bin sehr gespannt auf den Hummer-Bummer-Mann. Ich kann jetzt wie ein Diktator dieses Land locker führen. Und kein Mann hat was zu sagen, wenn er anklopft an der Tür. Wenn er anklopft an der Tür und verdammt nochmal spürt, dass der grüne Schwanz von Hulk noch sein Arschloch berührt. Staffula. Wie kann man so krank sein? Chakusa, ich verstehe ihn aber auch nicht. Was ist da gerade passiert? Kurz nochmal so. Das Ganze sich bildlich vorstellen. Ich kann jetzt wie ein Diktator dieses Land locker führen. Und kein Mann hat was zu sagen, wenn er anklopft an der Tür. Wenn er anklopft an der Tür und verdammt nochmal spürt, dass der grüne Schwanz von Hulk noch sein Arschloch berührt. Das ist einfach zu wild. Das kann man noch nicht verstehen. Das werden erst die Menschen, die Kinder unserer Kinder unserer Kinder, die werden dann irgendwann anfangen, das zu verstehen. Dieser Einspieler. Wie kann man so krank sein? Du Hosenträger!